Apple gestern mit absoluten Monsterzahlen, Facebook mit sehr, sehr guten Zahlen, beide Aktien nachbörslich gestern deutlich ins Plus gelaufen. Aber heute geht die Party irgendwie nicht weiter. Die Apple-Aktie ist sogar ins Minus gedreht. Der Nasdaq, der ja eigentlich davon massiv profitieren müsste, ist im Minus. Ja, was ist denn da los? Was passiert denn dort? Das werden sich wahrscheinlich viele fragen, die jetzt gestern noch gekauft haben. Aber es ist vielleicht so, wer auf dem Gipfel steht, dem fehlt dann die Perspektive nach oben. Was soll denn jetzt noch kommen? Kann es noch besser werden? Oder wie die Amerikaner sagen, it's as good as it gets. Es kann nicht mehr besser werden. Und das scheint mir so ein bisschen das zentrale Problem zu sein. Es ist alles Gute eingepreist, was in den letzten Wochen, Monaten erwartet wurde. Ja, die Wirtschaft hat sich massiv erholt. Ja, die Unternehmensgewinne sind super gut. Ja, die Fed, die pumpt nach wie vor Geld in die Märkte. Alles schick also. Aber es kann jetzt eigentlich nicht mehr viel weiter nach oben gehen, möchte man sich denken. Und das hat auch ein Analyst getan, der hier gesagt hat, wow, it really doesn't get better than this. Apple wird jetzt in jedem Quartal, das kommt, immer wieder sich messen lassen müssen an diesen Zahlen, die man gestern Abend geliefert hat, und wahrscheinlich werden die nicht nochmal eine Steigerung bringen, denn wir haben wahrscheinlich Nachholeffekte aufgrund der Corona-Krise, die dann zu diesem Hammerquartal bei Apple geführt haben, aber das ist nicht beliebig wiederholbar, so ist im Mindesten zu vermuten. Tragisch, dass Goldman Sachs, wie Sie hier oben sehen, heute in den Sack gehauen hat und gesagt hat, oh Mensch, wir haben seit April 2020, also vor einem Jahr, haben wir Goldman Sachs auf die Sell-Liste gesetzt, auf die Verkaufsliste, weil wir uns gedacht haben, ah, das mit den iPhones, das ist kein Wachstumstreiber mehr, das wird tendenziell zurückgehen. Jetzt sehen wir aber, dass es anders ist. Die Aktie hat 86% gewonnen seit April 2020. Der S&P 500, der Leitindex, deutlich weniger. Also wir kriechen zu Kreuze und jetzt ist möglicherweise die Drehung dieses letzten Bären in Sachen Apple vielleicht der Startsignal für eine Korrektur im Mindesten in der Apple-Aktie. Das muss man sehen, aber die Frage ist eben, kann es noch besser werden? Wo ist die Perspektive, wenn ich oben auf dem Gipfel bereits angekommen bin? Und diese Frage stellt sich. Und auffallend ist auch, was wir jetzt hier sehen, eigentlich schon seit einiger Zeit in dieser US-Berichtssaison. Wenn Unternehmen sowohl Gewinn pro Aktienerwartung übertreffen, auch die Umsatzerwartung übertreffen und dann noch die Guidance anheben, also den Ausblick weiter anheben, dann war es so in den letzten 10 Jahren, dass dann die Aktien, die das Kriterien oder diese Kriterien erfüllt hatten, durchschnittlich 5,3% gestiegen sind. Jetzt sehen wir, sie steigen nur 2,6%. Also it's as good as it gets. Da ist natürlich viel schon eingepreist, viele Vorschusslorbeeren sind da schon drin. Das ist vielleicht eines der zentralen Probleme, ein zentrales Dilemma dieses Marktes vielleicht. Was soll denn jetzt an Gutem noch kommen? Es kann eigentlich kaum mehr noch besser werden. Das ist schon die beste aller Welten. Der Börsenjäger, Stefan Jäger hier, Mitarbeiter bei Finanzmarktwelt.de, gibt ja täglich den Börsenjäger raus, praktisch eine Analyse eines Marktes mit ganz konkreten Einstiegsideen, die hier präsentiert werden. Der hatte heute Morgen gesagt, Nasdaq, Short-Einstieg 14.060. Warum? Weil da ein massiver Widerstand ist. Entweder geht es drüber, dann hätte man einen Verlust, wäre aber dann mit einem Stop-Loss ausgestoppt, eben mit 60 Punkten. Aber man hat auf der Unterseite da vielleicht dann ein bisschen Platz, wenn der Index da nicht drüber kommt. Und das ist sehr gut aufgegangen. Schauen Sie da mal rein, registrieren Sie sich da mal. Das kostet nichts und tut auch nicht weh, wollte ich schon nochmal erwähnen. Jetzt der JP Morgan, die hier gesagt haben, ja, schauen wir uns mal die FANG-Aktien an, die FANG-Werte an, 80 Milliarden in Revenue haben die erzielt, also in Umsatz. Das ist 50% mehr als im Vorjahr, aber trotzdem so richtig toll sind die Aktien jetzt nicht gelaufen. Eine Apple, die praktisch unverändert ist seit Jahresbeginn, okay, wir haben eine Facebook, die schon etwas mehr zugelegt hat, aber eben auch nicht mehr als der S&P oder gar der Russell 2000, sogar schlechter performt als selbiger, nur Google ist hier ein Ausreißer nach oben. Also eigentlich müsste da doch jetzt was kommen, da müsste doch jetzt irgendwie Nachfrage kommen, weil man sieht, die Zahlen sind so gut, aber genau das scheint jetzt eben nicht zu passieren. By the way, hier diese großen Firmen, zu denen Apple und Konsorten gehört, die zahlen so wenig Steuern wie noch nie. Wir sehen hier, wie das alles abgenommen hat, 17% jetzt durchschnittlich die Steuerbelastung der
20 größten Firmen in den USA. Apple ist ja der größte Steuerzahler. Im Jahr 1990 waren es noch 35%, also das Doppelte. Wir haben dann Firmen wie IBM zum Beispiel, die in ihrem Quartalsbericht ausgewiesen haben, dass sie Steuerbelastung von minus 5, irgendwas Prozent hatten. Also die haben offenkundig gar keine Steuern bezahlt, sondern Geld vom Staat bekommen. Nun ja, IBM ist eh so ein spezieller Fall. Aber nochmal zurück zu Big Tech, nochmal zurück zu den großen Tech-Aktien, die da der Fall sind. Und wir sehen ja oder haben gesehen eine Korrelation zwischen diesen Tech-Aktien und den Anleiherenditen. Sie erinnern sich vielleicht, als vor einiger Zeit die Anleiherenditen gestiegen sind, die 10-jährige Staatsanleihe auf 1,77% war, glaube ich, das hoch, oder 1,78%. Da waren die Nasdaq-Werte schwächer, die underperformten deutlich gegenüber den Value-Werten. Diese Korrelation hat sich so ein bisschen entspannt, aber wir sehen heute eben auch wieder, dass die Renditen nach oben gehen. Wir sind wieder über der Marke von 1,66% mit klarer Tendenz nach oben. Aber damit diese Werte weiterlaufen, so sagt JP Morgan, wäre es entscheidend, dass diese negative Korrelation zwischen steigenden Renditen und dann schwächerer Tech-Sektor, dass die sich auflösen würde, dann könnte auch der S&P 500 höher steigen noch, denn diese Werte wie Apple, die sind ja extrem stark gewichtet. Aber schauen wir uns mal diesen Anleihesektor an. Hier sehen wir unten die Rendite mit so einer umgekehrten Schulterkopf-Schulter-Formation. Das sieht eher bullisch aus und oben sehen wir den TLT, das maßgebliche Anleihen-ETF, also für langlaufende US-Staatsanleihen. Auch das sieht irgendwie bullisch aus. Also das riecht eher danach, als dass jetzt die Renditen wieder steigen würden. Und dann muss ich eben zeigen, ob diese Tech-Werte sich abkoppeln können von den steigenden Renditen. Und die Renditen steigen, weil wir natürlich sehr robuste Wirtschaftsdaten haben. Heute aus den USA das BIP. Ja, 6,4%. Manche Optimisten hatten 6,7% erwartet. Aber Schwamm drüber. Entscheidend ist, Government hat ziemlich viel dazu beigetragen, Ausgaben um 10,8% gesteigert, aber wir werden sehen vor allem, dass es Personal Consumption mit 10,7% plus ist, das vorwiegend hier getrieben hat, und wir sehen sogar, dass dieser Konsum, Personal Consumption, mehr als 100% des BIP-Anstiegs verursacht hat. Das heißt, wären eben diese Stimulus-Schecks nicht ausgereicht worden, dann wäre das BIP wahrscheinlich sogar tendenziell geschrumpft. Also das ist der Konsument, der hier die ganze Geschichte gerettet hat. Ja, natürlich eine ganz tolle Geschichte. Die Notenbank druckt das Geld, der Staat haut einen Stimulus noch oben drauf, alles auf Pump sozusagen, und die Konsumenten kriegen dieses Helikoptergeld in die Tasche gesteckt und konsumieren. Man fragt sich, warum wir das die letzten 2000 Jahre eigentlich nicht gemacht haben, wenn das so toll funktioniert. Irgendwie ist da vielleicht ein Haken dran, mal drüber nachdenken. Das haben unsere Vorfahren scheinbar nicht gecheckt, wie einfach doch die Welt ist. Oder haben die das gecheckt? Haben vor allem unsere deutschen Vorfahren in der Weimarer Republik das gecheckt? Das ist die Frage. Jedenfalls, oder mussten es checken aufgrund der Erfahrung, die man dann gemacht hat. Aber schauen wir uns mal an. Wir haben Personal Saving, also das, was die Amerikaner gespart haben im ersten Quartal jetzt, also die heute veröffentlichten Zahlen, 4,12 Billionen. Jetzt haben wir den Vergleich zum vierten Quartal 2020, also das Vorquartal, da waren es 2,25 Billionen, also eine massive Steigerung, fast 2 Billionen an Ersparnissen sind da drauf gekommen, den Stimulus-Schecks sei Dank. Damit jetzt die Sparquote bei 21% in diesem Quartal, gerade abgeschlossenen Quartal, während im vierten Quartal sie noch bei 13% war. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, okay, und das ist also die Wirtschaft, wo ihr jetzt nochmal 120 Milliarden draufhaut an QE, liebe Fed, ihr müsst wahnsinnig sein. Dass da die Gefahr einer Überhitzung ist, ist selbst einem Fünfjährigen durchaus bewusst wahrscheinlich. Aber die Fed, die spielt dieses Spiel, sie glaubt, dass sie die Instrumente hat, oder sie sagt es zumindest, um das Ganze wieder einfangen zu können. Man versucht dann, den aus der Flasche entwichenen Geist wieder in die Wundertüte zurückzustopfen. Das wird mit großer Sicherheit gelingen. Und hier nochmal, Sven Hennig führt das aus, wir dürften in diesem Jahr 5-8% Wachstum haben in den USA. Fiskalischer Stimulus, der in die Billionen geht. Wir haben großartige Unternehmensgewinne. Die Unternehmen kaufen Aktien zurück wie nichts. Apple alleine 90 Milliarden, Google 50 Milliarden.
Das ist teilweise viel mehr, als die allermeisten Firmen überhaupt wert sind. Die Märkte, die steigen auf neue Rekordhochs. Aber dennoch will die Fed weiter 1,4 Billionen im Jahr drucken mit ihrem QE. Und wir sehen unten den S&P 500. Nicht so fürchterlich erstaunlich, dass die Dinge da vielleicht ein bisschen überschießen in jeder Hinsicht. Das ist ja vielleicht auch kein Problem, oder viele, die meine Videos sehen und sagen, ja, aber wir wollen doch hier Geld verdienen. Okay, ich habe immer gesagt, wer meine Videos schaut, der tut das wahrscheinlich nicht, weil er Geld verdienen will, sondern weil er eher vielleicht die Dinge besser verstehen will, hinter die Kulissen gucken will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das zumindest ist meine Motivation. Ich will Ihnen hier nichts empfehlen oder nichts nicht empfehlen. Oder sagen, machen Sie das auf keinen Fall, sondern einfach hier ein bisschen ein Panorama entwerfen, in welcher Welt wir leben. Und ja, es ist natürlich so, dass diese Dinge wunderbar sind, und die auf der Long-Seite waren schon seit längerer Zeit, die machen sich die Taschen voll. Aber die Rechnung kommt, irgendwer muss dann dafür gerade stehen, und das sind dann vielleicht eben die Kinder derjenigen, die sich jetzt die Tasche voll machen. Und damit habe ich dann irgendwie ein moralisches, philosophisches Problemchen. Und jetzt aber auch so ein bisschen Partybreaker Joe Biden, der gesagt hat, ja, also wir finden ja den Kapitalismus gut, aber wir finden, dass Firmen, die sozusagen ja freie Mitarbeiter haben, wie Uber, wie Lyft, die sollten ihre Leute anstellen, denn wir wollen, dass der Erfolg dieser Firmen auch wirklich bei den Arbeitnehmern, bei den Arbeitern ankommt. Und das hat so eine kleine Schockreaktion heute an den Märkten ausgelöst. Uber und Lyft sind nach unten, denn das würde bedeuten, die Aktien derselben, würde bedeuten, dass natürlich dann die Kosten für Uber und Lyft deutlich steigen würden, und das gilt ja für viele andere auch. Viele von uns bestellen ja über Amazon. Man sieht dann die Leute, die diese Pakete bringen, und weiß, die sind sicherlich nicht besonders gut bezahlt, sind auch permanent am Hetzen, hat man das Gefühl. Also das ist natürlich schlecht für die Firmen, ist tendenziell, oder für die betroffenen Firmen, die sich da günstige Arbeitskräfte halten, ist natürlich tendenziell, wenn die anstellen müssten, inflationär, weil das wäre teurer. Das müssten dann die Unternehmen auch weitergeben an die Verbraucher. Ich finde aber gerade, das können wir vielleicht leisten, oder viele können sich's leisten, wenn sie zum Beispiel über Amazon bestellen, dass dann derjenige, der diese Pakete austrägt, vielleicht ein paar Euro mehr am Monatsende in der Tasche hat. Das können wir alle wahrscheinlich zusammen schon finanzieren und wäre eine Frage gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Jedenfalls, das war so ein bisschen ein Problem. Übergeordnet haben wir jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit gesehen, dass eines der zentralen Probleme auch vielleicht für das künftige Wachstum dieses Chip-Shortage ist, also der Mangel an Chips. Die Lieferketten, die nicht mehr funktionieren in Sachen Chips, BMW, Honda, gestern Ford hat ja gesagt, wir werden nur die Hälfte der Autos produzieren können als gedacht, eben weil uns diese Chips fehlen. Das ist alleine jetzt in wenigen Stunden eine Häufung von Meldungen, und ein amerikanisches Chip-Unternehmen hat gesagt, also wir schätzen so, dass das noch 6 bis 12 Monate anhält, dieser absolute Mangel. Da können wir uns auf was einstellen. Kommen wir noch zu was anderem, kommen wir zu den Chinesen. Was machen die überhaupt? China hat jetzt überraschenderweise 2 große Bahnprojekte, High-Speed Rail Projects, abgesagt, erstmal gestoppt, weil eben hier die Verschuldung so massiv steigt, ein bisschen aus dem Ruder läuft. China tritt da eh schon deutlich auf die Bremse. Dann hat China auch, wie Sie unten hier in dieser Meldung sehen, Internetfirmen nochmal zur Raison gerufen und gesagt, haltet ihr euch an die Regularien. Die sind nämlich strenger geworden. Man will sozusagen hier aus bestimmten Geschäften diese Internetkonzerne raushalten, nämlich vor allem aus dem traditionellen Geschäft der ja überwiegend staatlichen Banken. Die würden dann nämlich ein Problem bekommen durch diese Internetfirmen. Dementsprechend versucht man, die zu schützen. Also die Dinge werden für die Tech-Industrie in China ein bisschen schwieriger, und übergeordnet sehen wir, wie Julien Pittel hier zeigt, dass der chinesische Kreditimpuls, der mit einer Verzögerung von, ja, sagen wir mal, 9 bis 12 Monaten dann die Weltwirtschaft erreicht. Also wie stark die Kreditvergabe in China politisch gewollt ist oder eben nicht, die ist bereits schon ziemlich gedrosselt worden, und das dürften wir perspektivisch dann erleben. Noch aber haben wir inflationäre Verhältnisse. Wir haben Kupfer das erste Mal auf $10.000 gestiegen. Wir haben den Anstieg von Öl gesehen, also die Rohstoffhosse, die ist weitergelaufen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das in den letzten 1-2 Stunden nach wie vor der Fall war. Aber heute hatten wir die Verbraucherpreise aus Deutschland. Und hier sehen wir erstmals
Seit 2 Jahren sind wir wieder über der 2%-Marke im April, also deutliche Anzeichen für ein Anziehen der Inflation. Damit wäre das Ziel der EZB erreicht. Und heute Morgen hatten wir die Importpreise in Deutschland plus 6,9%, größter Anstieg seit 10 Jahren. Nachtigall-Likör, Diatrapsen, und das dürfte nicht so schnell aufhören. Transitory natürlich, vorübergehend, das hat uns ja die Notenbank erzählt und wir glauben das in jeder Hinsicht. Heute Abend nochmal spannend, die Amazon-Quartalszahlen ab 22 Uhr bei finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Schauen Sie da rein, das wird richtig interessant, das wird richtig spannend. Wie wird die Aktie von Amazon jetzt reagieren, nachdem wir diese Bombenzahlen von anderen Tech-Konzernen hatten? Wird das auch so sein, erstmal nach oben, dann nach unten, oder wird dieses Muster sich jetzt wieder schnell verflüchtigen? Das ist die Frage, die für die Zukunft der Märkte jetzt von großer Bedeutung ist. Insgesamt sind wir ein bisschen überhitzt, die beste aller Welten ist eingepreist, aber Stocks always go up, meine Damen und Herren. Diese Lektion haben wir ja gelernt, auch wenn die schon auf dem Gipfel sind. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.